Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate. Dieses Update ist für die 34. Woche. Wenn ihr das seht, bin ich schon in der 35. Woche, aber ich konnte es jetzt nicht früher filmen. Ja, wie sieht's aus? Also ich bin immer noch so um die 10-11 Kilo Marke, sprich ich wiege jetzt so 65,9. Also ich kratze jetzt so an den 11 Kilo, die ich zugenommen habe. Und mein Bauchumfang ist laut Maßband immer noch bei 102. Ich weiß, auf den Fotos wirkt das etwas mehr, aber das Maßband sagt, ich habe 102 cm Bauchumfang. Ja, dann war ich beim Frauenarzt und das war eigentlich ein relativ kurzer Termin. Wir haben ein bisschen so ein kleines Problem mit meinem Urin gehabt. Sprich, da waren ein paar Leukozyten drin, glaube ich, heißt das. Also sprich ein paar Bakterien. Das lag aber vermutlich daran, dass ich am Vortag auf der Baustelle nicht so wirklich viel getrunken habe, den ganzen Tag lang. Und da der Kopf vom Baby ja immer noch auf der Blase ist und generell alles irgendwie auch auf meine Blase drückt, ist es natürlich nicht so ratsam, nicht viel zu trinken. Generell als Schwangere nicht und sowieso bei dem heißen Wetter nicht. Ja, und deshalb musste ich heute jetzt nochmal ein bisschen Urin abgeben und das nochmal kontrollieren lassen. Es war wohl immer noch nicht einwandfrei, aber meine Frauenärztin ist eben der Meinung, sie möchte halt möglichst spät Antibiotika verschreiben. Sie sagte, andere Ärzte hätten jetzt theoretisch schon Antibiotika verschrieben. Sie macht das nicht so gerne, weil sie versucht, möglichst die Schwangeren freizuhalten von Antibiotika, und das finde ich auch absolut richtig. Darum bemühe ich mich jetzt die nächsten 2 Wochen bis zum nächsten Termin wirklich viel zu trinken und mich da zu disziplinieren. Fällt mir nicht immer ganz leicht, aber ich arbeite daran. Ja, ansonsten, genau, das Baby. Dem Baby geht es sehr, sehr gut. Also der ist fit und der ist jetzt, also der FL-Knochen, der Oberschenkelknochen lag bei 6,89, also sprich, der ist so um die 48,2 cm lang. Die Frau Doktor meinte, eigentlich ist er schon 49 cm lang. Und 2200 Gramm wiegt er. Also er ist so auf seiner Wachstumslinie noch genau auf Kurs. Eher lang und schmal und eher ein kleineres Köpfchen, aber noch vollkommen im Rahmen. Und ja, entwickelt sich gut. Ja, sie sagte halt, dass er fit ist und theoretisch, wenn es jetzt passieren würde, wäre er fit und könnte jetzt auch schon gut klarkommen auf der Welt. Das freut mich natürlich zu hören, aber er soll schön noch drin bleiben, weil in der Klinik, in die ich möchte, kann man erst ab der 36. Woche. Da habe ich jetzt einen Termin gemacht in der Klinik für so ein Anmeldegespräch, also da geht man dann hin und bekommt schon mal diverse Unterlagen vorab zum Unterschreiben. Und ich gehe wieder in die gleiche Klinik, wo ich mit Marie auch war. Das ist einfach logistisch bedingt, das ist die Klinik, die für uns am nächsten liegt, der kürzeste Weg. Und wir waren ja soweit ganz zufrieden eigentlich mit dem Krankenhaus, von daher mache ich da gar keine Experimente und möchte da auch gerne wieder hingehen. Da melde ich mich aber erst in 2 Wochen an, also sprich, oder in einer Woche, also sprich Anfang September melde ich mich da im Krankenhaus an. Da werde ich euch dann auch nochmal von berichten, wenn es soweit ist. Was gibt's noch zu berichten? Ja, und zwar habe ich eine Krabbeldecke geschenkt bekommen. Hier seht ihr sie mal ganz kurz. Ich zeige euch aber auch noch andere Bilder, damit ihr es besser erkennen könnt. Und zwar von der lieben Hanna von Z-Toff oder Z-Toff. Entschuldige bitte, aber ich kann den Namen nicht so richtig gut aussprechen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Sie war so freundlich und hat mich ganz nett gefragt, ob sie mir eine Krabbeldecke machen darf für den Kleinen. Und ich konnte das ganz nach meinen Wünschen gestalten. Ich hatte da so ein paar Bedenken, weil ich zum Beispiel jetzt gar keine Sterne mehr haben möchte als Dekostoff oder Stoff irgendwie für den Kleinen, weil es sich jetzt doch unterscheiden soll zu Maries Sachen. Und dann habe ich den Namen noch einsticken lassen auf diese Decke, aber das kann ich euch natürlich noch nicht zeigen. Außerdem wollte ich gerne, dass die Decke genauso groß ist, dass sie in den Laufstall hineinpasst. Wir haben ja einen Laufstall
Und da war es mir ganz wichtig, dass die Decke da gut reinpasst. Denn Maries Krabbeldecke war dafür zu groß und das war dann ein bisschen schade. So, jetzt hat sie es genau nach meinen Wünschen angefertigt und ich muss sagen, ich bin von der Qualität echt überrascht, denn die ist auch richtig gut gepolstert. Also ich finde, dass, also mir ist das wichtig, dass es schon noch eine Polsterungsfunktion oder Polsterfunktion hat. Im Laufstall ist es jetzt weniger wichtig, aber ich denke halt auch schon an die Zeit, wenn wir dann im Haus wohnen. Da haben wir ja Fliesen als Boden und kein Parkett mehr wie hier. Und da ist es mir schon wichtig, dass das Baby gut gepolstert liegt oder sich da bewegen kann oder auch Gastbabys, die dann zu Besuch kommen. Ja, also die kann ich auf jeden Fall euch empfehlen. Die Stoffe sind wunderschön und sie fertigt das halt auch nach euren Wünschen an, wenn ihr Sonderwünsche habt oder Dinge nicht haben wollt. Ich bin begeistert jedenfalls und bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz recht herzlich, dass ich diese Krabbeldecke haben darf. Und zu guter Letzt ein allbekanntes Thema, Spucktücher. Ist jetzt nicht besonders spannend, aber ich habe mir Spucktücher zugelegt, nochmal 3 Stück für den Kleinen, nämlich von Eden und Anais. Habe ich auf Snapchat auch schon drüber berichtet. Diese hier, ich zeige euch da auch nochmal ein Foto von. Ich habe jetzt Eden und Anais nicht gewählt, weil ich die Marke super toll finde oder finde, dass die Spucktücher besonders supi weich sind, wenn man sie 10-mal gewaschen hat. Das können andere Tücher auch. Ich habe zum Beispiel mal bei Marie immer diese Tücher von Lessig sehr, sehr geliebt und einige Tücher werde ich davon auch immer noch verwenden. Jetzt nicht gerade die mit den rosa Wölkchen, aber halt die anderen, die relativ unisex gehalten sind. Ich hatte jetzt einfach nochmal geguckt nach Jungsmotiven oder Motiven, die so ein bisschen meinen derzeitigen Geschmack treffen. Einfach, ja, und da bin ich jetzt bei Lessig leider nicht so fündig geworden, was die Motive angeht. Darum bin ich zu Eden und Anais übergegangen und habe da die kleinen Spucktücher, die sind 70x70, sind etwas kleiner als die von Lessig. Ich muss aber sagen, da das Baby ja ein Winterbaby wird, werde ich ihn auch nicht unbedingt in Spucktücher pucken. Das habe ich ja bei Marie habe ich das gemacht, dass ich die gepuckt habe in die Spucktücher, auch wenn es so warm war. Aber das wird jetzt ja bei einem Winterbaby nicht der Fall sein. Von daher finde ich es auch nicht so schlimm, dass die 70x70 klein sind. Eden und Anais hat auch im Moment so eine ganz süße Deko-Geschichte mit so, ich glaube, Dschungelbuch-Motiven und Winnie the Pooh-Motiven. Fand ich auch sehr ansprechend. War jetzt für mich nicht so passend, weil ich fand, das passt jetzt nicht so für unser Baby. Aber die Motive fand ich halt einfach ganz schön. Nicht jetzt unbedingt wegen der Marke, denn die sind natürlich teurer. Ich finde sie etwas zu teuer eigentlich, wenn man bedenkt, dass man für günstigeres Geld ebenso gutes Material zum Beispiel von Lessig bekommt. Ja, die nächsten Schritte sind jetzt Vorräte bestellen. Ich habe das auf Instagram schon gut getan. Ich werde jetzt Vorräte bestellen über DM, den Online-Shop, einfach mal ins Haus liefern lassen. Denn ich kann selber nicht mehr so viel schleppen und mein Mann hat leider jetzt auch nicht so die Zeit, mich da zu unterstützen, was die Vorratshaltung angeht. Darum bestelle ich jetzt Vorräte. Und als nächstes steht die Kliniktasche an. Die muss ich unbedingt mal fertig packen. Ich habe da schon so ein bisschen angefangen, ganz rudimentär. Aber es schleift noch so ein bisschen. Darum, Kliniktasche ist auf jeden Fall das Nächste. Und ihr wisst es ja auch schon, wenn ihr mir auf Instagram folgt, ich habe eine neue Wickeltasche. Denn ich werde ja dann 2 Wickelbabys oder Wickelkinder haben. Zumindest für, sage ich mal, ein halbes, dreiviertel Jahr werde ich sicherlich 2 Wickelkinder haben und dann anschließend, wenn Marie das Töpfchentraining beginnt, brauche ich ja auch immer Wechselklamotten. Darum habe ich mich entschlossen, eine neue Wickeltasche zu kaufen. Ich konnte meine alte Wickeltasche, meine geliebte alte Wickeltasche in gute Hände weiterverkaufen und habe somit wieder Budget gehabt sozusagen für eine neue Wickeltasche. Die werde ich euch auch nochmal in einem separaten Video zeigen, das ist ganz, ganz klar. Und ja, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es nur so kurz und knapp war. Aber wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder. Macht's gut. Tschüss.